Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order mit mir, dem Emerius, und natürlich euch, mein Zuschauer, jetzt hier zur sechsten Folge einer neuen Aufnahmesession, wo schon ein paar geschrieben haben, dass sie gerne eine Stunde Folge hätte. Das war knapp. Das war sehr knapp. Und ja gut, wenn die Leute das wollen, dann mache ich das mal eben so. Dann gibt es halt jetzt ein paar Stundenfolgen. So. Zumindest die paar Minuten, die noch geblieben sind, weil es gibt ja einige Tausende, ne, vielleicht ein bisschen übertrieben, ein paar hunderte Leute, die hier halt einschalten. Au. Ja, das waren ein bisschen viele Schläge. Ach komm, das war doch sowas von gekontert. Ah, da war jetzt zu spät. Erstmal wieder reinfinden, ne? Okay. Das läuft schon mal nicht so pralle. So. Boah. Warum auf einmal so ein Move? Ah, zu da. Muss halt erstmal wieder reinkommen. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Freundnase. Warum nicht gleich so, ne? Erstmal die ganzen HP. Voll. Die ganzen Heilungssachen einfach rausgezogen. Ja, super. Das wird bestimmt geil gleich. Ja, also. Wo war ich eigentlich? Ja. Ach, noch mehr von den Viechern. Au. Boah, kann ich mich schon fast schon wieder hinsetzen, ne? Also ein Kreis. Ja. Ein paar hunderte haben wir schon eingeschaltet in den ersten Folgen. Aber bleiben halt nur sehr wenige. Und dafür ein herzliches Dankeschön und Props an die, die da bleiben. Also wirklich. Kommt ihr nicht noch? Ja. Nee, 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 diesmal nicht. Ich versuche mich schon mal jetzt hinzulegen. Also, hinzulegen in Klammern, ne? Ich hab schon noch einen Schlag. So. Aber immer nur so eine Dreier-Kombo, hm? Okay, ja, stimmt, ja. Ich hab schon direkt fast vergessen. Okay. Was zum Henker war das denn jetzt? So, hä? Nein, nein. So. Ja, ja, den Schaden habe ich jetzt gegessen. Dankeschön. Ja. Uns geht's ja dufte, ne? Da lohnt es sich bestimmt, gegen die Typen zu kämpfen. Gegen die Brüder der Nacht. Aber so hat wohl lohnt sich das. Vor wie viele von diesen... Ach stimmt, ich habe eine Abkürzung. Ich Dulibert. Aber gegen die werden wir trotzdem kämpfen müssen, selbst mit Abkürzung. Na, kommt ihr nah ran oder eher nicht so? Eher nicht so. Ich habe nach hinten gedrückt. Also gedrückt gehalten sogar. Ich habe ja vergessen. Ich habe ja super verlangsamt. So, der ist jetzt super verlangsamt. Einen, Dankeschön. Ja, du kannst auch ruhig bleiben erstmal. Okay, wir hatten nicht mehr genug Saft für super verlangsamen. Aber genug für einmal verlangsamen. Ja. Ja, können wir direkt wieder eigentlich
echt abhauen. Wir können echt abhauen, nur für das bisschen. Nur weil der Saft sagt, so neue Moves rausgehauen hat, ey. Nee, Mann. Schon okay, Grease. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Alles klar. Oh, Curl. Können wir jetzt starten? Nein, können wir nicht. Bin gleich wieder da. Aber auch schön gechillt hier rumlaufen im seinem neuen Zuhause. Finde ich gar nicht so schlecht. Dass das ganze Abenteuer hier kennen ist, das finde ich mega nice eigentlich. Also für Star Wars Lore. Na, mit euch haben wir schon geredet. Wo ist eigentlich unser BD-8? Da. Ach, das... Man muss echt den Weg klettern, ey. Das ist echt ein bisschen... Naja. Gut, aber es ist ja auch ein Dathomir. Kein besonders... Naja, hübscher Planet, also... Nehmen wir mal die szenerische Route, um vielleicht dem Ganzen doch noch etwas abzugewinnen. Ich habe da aber so meine Zweifel. So, Runde 5 von 27. Ja. Das war doch auch gekontert eigentlich, dankeschön, ne? Nap, 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 nap. Okay, Blockausdauer, kommt wieder. So, mach seinen Sprung. Da hast mich nicht getroffen. Da hast mich getroffen. Da hast mich richtig getroffen, dankeschön. Na, das wird aber kein Konter machen. Ah! Hatte ich letztes Mal besser drauf. Hatte ich letztes Mal echt besser drauf. Naja, wieder ein bisschen was mehr reinkommen. Irgendwie muss man das ja machen. Also wenn das Spiel mal meint, dass ich wieder respawnen darf und nicht mehr so ein Kacknubbel bin, dann können wir weitermachen. Ich wollte mich jetzt aber auch echt nicht heilen gegen den, weil da kommen nämlich ja noch diese, beim letzten Mal, die Padawan. Richtiger Jedi Ritter. Gut, den Schaden nehmen wir mit. Manchmal schaffe ich es direkt, manchmal nicht. Ach ja. Davon haben wir die extra HP direkt am Anfang genommen. Damit wir sowas einfach vergessen können. Außerdem kriegen wir sowieso die HP wieder. Hallo, na? Aber ich muss den dafür erstmal hauen. Was war das denn für ein Move? Wie lange verzögert hast du das? Ach so, weil der rot ist. Ich höre nur, dass er sein rotes Zeug macht. Na, zählt das jetzt? Ja, das zählt er. Okay, gut, dann sind wir wieder voll geheilt. Perfekt. Genau so habe ich mir vorgestellt. Also nicht vorgestellt, sondern eher gehofft, aber... Hui! Oh, raus hier. Dass ich davon jetzt nicht getroffen wurde. Na verdammt. Ich habe gedacht, der kommt richtig nah ran. So ähnlich wie diese Spinne. Okay, ich habe das geblockt sogar. Ah, okay. Fähigkeitspunkt erhalten. Na gut. So, jetzt können wir uns mal richtig um die kümmern. Oder vielleicht bleibt da noch einer da. Nee, es sind tatsächlich beide. Ich werde dich treffen. Ach ja? Verhindert, dass er sich bewegt. Wo bleibt dein Können? Ja, wo bleibt dein Neues? Da war's. Dein Können. Er zittert vor Angst. Wurde ich getroffen oder habe ich gekontert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, lass mich schon mal nicht so in die Ecke drängen. Nicht gewinnen, Fremder. Ich bin ausgewichen. Du
hast keine wahre Stärke. Aua. Was er für einen komischen Move gemacht hat. Deine Niederlage ist sicher. Naja, noch nicht. Noch nicht. Ach, die verzögern das so lange. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Gut, dann stirb doch einfach. Aua. Ich werde dich treffen. Ach, die verzögern das so lange. Warum nicht gleich so, hä? Warum nicht gleich so? So, was haben wir denn hier? Willst du was scannen? BD-8. Oder eher nicht so. Obwohl. Dann eher wahrscheinlich nicht. Eine neue Abkürzung wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Die Tür ist auch von der anderen Seite verschlossen. Ja. Schön. Da hinten ist irgendwas. Ein Echo der Macht, oder? Ja, würde ich mal sagen. Los geht's! Oh. Na, geht doch. Entschuldigung. Ausruhen. Gegner sind respawned, dankeschön. Ein paar neue Opfer. Geht aber nicht bei Überleben und bei Macht weiter. Stimmt, ich habe immer noch diesen Move, aber ich benutze ihn nie. Kerlkraft nach einem schnellen Ausweichmanöver und führt eine schnelle Trittattacke. Greift aus dem Sprint raus, kann einen speziellen Lichtschwertangriff machen. Ach, das kosten 2 Fähigkeitspunkte. Dann mache ich aber den Ausweichtritt. Da macht ja wirklich kaum Schaden. Aber der ist gut für Ausdauer zu brechen. Habe ich gerade gesehen. Oder beziehungsweise die Blockausdauer. Ist ja nicht ein und dasselbe, ne? Oh Mann. Oh! Boah, das war... Au! Diese behinderten Schützen? Aua! Brüder, helft mir! Ah, okay. So, zweimal so. Ach so, ja? Dann versucht das doch mal. Oh. Deine Taktiken sind sinnlos. Dein Bruder ist gerade gestorben dafür, dass du das gesagt hast. Noch mehr nach Brüder. Ja, das haben wir gemerkt. Aua, gerade wo ich losgelassen habe, du Sackgesicht. Okay, war jetzt gut. Ja, guck schon mal den Bogen an. Das sieht voll cool aus so. Fast so, als ob der in mehreren Farben. Gemacht worden ist. Brüder der Nacht, Bogenschütze. Weiche nicht blockbaren aufgeladenen Projektilen von Energiebogen aus. Wehre normale Schüsse des Energiebogens ab und wirf sie zurück. Die Brüder der Nacht bilden als Gesellschaft männliche Krieger eine Unterspezies, der auf Dathomir beheimateten Zabrak. Viele Jahrhunderte war ihre Gemeinschaft der Schwestern der Nacht treu ergeben. Hexen, die über den Planeten herrschten, während der Klonkrieger aber dezimiert wurden. Die Fremden gegenüber äußerst feindseligen Brüder der Nacht sind geschickte Kämpfer, die eine Vielzahl von Waffen einzusetzen wissen. In ihren Reihen finden sich Bogenschützen, deren Fernangriffe mit Energiebogen über eine tödliche Präzision verfügen. Habe ich gemerkt. Müsstest du da nicht eigentlich auch den... Okay. Der Leichnam, der nicht mehr da ist, scannen. So, ich habe hier was gesehen gehabt, meine ich. Au. Ich habe dich zu spät gesehen. Was für ein Unsinn. Ich kann auch kontern.
So einfach ist das. Ja, sag ich doch. Ich sehe nach. Die konnten wir nämlich, haben wir nämlich auch noch nicht gescannt gehabt. Hast du was? Brüder der Nacht, Krieger. Geschickt und flink. Eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam. Weichere im nicht blockbaren Überkopfangriff aus. Brüder der Nacht sind eine männliche Kriegerunterspezies der auf Dathomir beheimateten Zabrak. Viele Jahrhunderte lang wurde ihre einfache Gemeinschaft von Schwestern der Nacht regiert. Hexen, die über den Planeten herrschten, während der Klonkriege aber dezimiert wurden. Die territorialen und Fremden gegenüber extrem feindseligen Kämpfer in ihren Reihen sind außerordentlich akrobatisch, wendig und in einer Vielzahl von Kampftechniken bewandert. Ha, ja. Zumindest das ein und andere haben wir geschmeckt. Nicht, dass die jetzt wieder von irgendwoher kommen. Ha. Gehen wir mal erstmal den einen Weg hier weiter. Aha, wir haben da wohl ein paar. Oder auch nicht. Ach. Gehen wir nicht auf den Keks. War das ein Treffer? Ja, und was mit dir? Ich möchte gerne punkten. Erledigt den Eindringling. Seid vorsichtig, Brüder. Ja. Also, das ist ziemlich einfach. Au! Ich hab's doch gewusst, dass er schon wieder so einer ist. Na. Ich lass immer los, ne? Na, machst du nochmal? Yep. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen wenig HP. Nein, 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 nein. Damit fangen wir nicht an. Mein Freund Zabrak. Aber eine neue Truhe haben wir hier. Was finden wir denn? Was Neues für unser Lichtschwert? Neue Klamotte? Irgendwas Brauchbares? Neue Mantislackierung halten. Rennfahrer. Ach, für unser Schiff haben wir auch was Neues. Das ist das standardmäßige. Das Metall sieht aber nett aus. Sieht aber richtig hart poliert aus. Nehmen wir es mal. Nachher können wir auch noch unsere zwei Gefährten auch noch umbekleiden, die wir da finden. Wow, da habt ihr aber richtig Arbeit geleistet, Leute. Jetzt sieht man ja fast gar nichts. Okay, da kann ich nichts wegschnitzeln. Oh, also Wandlaufzeichen. Kannst du dich da dann festhalten? Also theoretisch springt er hoch genug. Kommt doch mit der Birne daran. Also theoretisch? Ah, ich wollte schon sagen. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie so ein Mann mit... Naja, oder wie irgendein Wesen, das einfach ein Torso aus mehreren Tentakeln hat. Na, wieder einer um die Ecke. Das haben die ja bisher schon zweimal gemacht, die Säcke. Nee, diesmal nicht. Ich frage mich, ob ich schon die richtige Weg gehe. Wenn ja, dann war das echt nicht mein Ziel. Okay. Da wartet einer unten. Soll ich hier runterspringen? Was ist da? Ach so, das ist wieder so eine dieser Spinnen. Na, guck mal, hat ihn direkt weggemacht. Ja, so schön kann's gehen. Hm.
Na, hat er noch irgendwie was versteckt? Irgendwie so eine Abkürzung oder so? Oh, eine Truhe hat er versteckt. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? Ein neuer Lichtschwertschalter, Magus. Da freue ich mich aber eh drauf. Man müsste eigentlich da durchkommen. Oh, mal haben wir das Ding kaputt gemacht. Abkürzung würde ich mal sagen. Eine neue. Oder? Yep, neuer Weg, Abkürzung. Zum ersten Mal konnten wir nicht durch Vasen durchgehen und die einfach kaputt machen. Achso, okay, das öffnet sich jetzt automatisch. Oh, ja. Stimmt, da waren wir auch noch nicht. Können wir hier das Ding irgendwie runterholen? Nicht. Dann, es geht tatsächlich noch weiter runter. Ich will es jetzt aber nicht riskieren, da runter zu springen. Gucken wir mal, dass wir an das eine kleine Dingelchen rankommen irgendwie. Zumindest nicht von der Seite aus. War das wirklich der einzige Weg? Nee. Oder doch? Ich hätte echt schwören können, das war noch ein anderer Weg. Ich guck nochmal lieber nochmal nach. Nein, anders. So, versuchen wir mal schlau draus zu werden. Das aktive Ebene. Na, wir haben zwei Gebiete, die noch geblockt sind vor uns. Aber ich kann hier nicht erkennen, wo das eine kleine Dingelchen ist, dieses Echo eine Macht, das wir gesehen haben von ungefähr hier. Das war ja hier oben. Na, müssen wir noch ein bisschen weiter gucken. Aber direkt. Jetzt auf einmal direkt. Na gut. Kann man nichts machen. Das ist die Tür, die wir gerade aufgemacht haben. Ja. Das ist nämlich jetzt ungefähr auf gegenüber der Seite. Naja, notfalls können wir eh mal überall zurückkehren. Oder soll ich da durchspringen? Na, war ein Versuch wert. Vielleicht fehlt uns ja auch noch die Macht dafür. Kein Doppelsprung oder so, dass wir weiter hochkommen. Da tuten wir mal weiter erkunden hier. Bis wir fast am Verrecken sind. Und dann müssen wir abhauen. Oh, das sieht richtig aus wie ein Tempel. Jo. Wer bist denn du? Ich kann dich nicht anvisieren. Bist du ein Guter? Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir.
Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Mehrere Einträge. Dieser komische Wanderer, ich weiß ja nicht. Kapitel 2. Fremde. Nach der Landung auf Dathomir kämpften Cal und BD1 gegen eine Schwester der Nacht. Na, er kämpfte, wir haben gegen die noch nicht wirklich gekämpft. Diese aufforderte, den Planeten augenblicklich zu verlassen. Als sie sich weigerten, befahl sie einigen Brüdern, in der Nacht sie anzugreifen. Kurz nachdem sie der Gefahr entronnen waren, trafen Cal und BD1 einen Wanderer, der vorgab, Zepho-Ruinen zu studieren. Wer er ist und was aus der Schwester der Nacht wurde, bleibt abzuwarten. Aber es wurden ja mehrere Einträge gesagt. Aha. Was ist denn hier neu? Schwester der Nacht Merin. Eine Schwester der Nacht, eine mächtige, magiebegabte Schwester der Nacht, die Cal auf Dathomir bedrohte. Es ist unklar, wie sie der Auslöschung ihres Zirkels entkam, aber ihr Hass auf Eindringlinge ist offensichtlich. Die Schwester der Nacht empfand wirklich Cal sofort als Bedrohung und befahl den Brüdern der Nacht, ihn zu attackieren. Der Wanderer. Ein geheimnisvoller Wanderer, den Cal auf Dathomir traf. Er gab vor, vergessene Zivilisation zu studieren. Überdies war er mit den Schwestern der Nacht vertraut und erkannte Cals Lichtschwert als Waffe eines Jedi. Aha. Dafür mir nur 4 von 8. Hast du Sonder... Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Vorsicht! Dathomir hütet viele Geheimnisse. Oh. Als hätten wir den leer gesprochen, den Freund. Also theoretisch sollten wir da hoch, aber hier unten ist ja noch ein Weg. Der wohin führt. Okay, das geht ziemlich weit nach unten. Wow, da unten ist noch so ein, so ein Speicherpunkt. Meditationszirkel. Ich glaube, das ist das Haus von dem Wanderer. Interagieren. Oh yeah. Gucken wir uns unser Lichtschild nochmal an, oder? Nee. Was machen wir denn? Oh ja, voll geil! So geil! Jetzt haben wir eine Doppelklinge, Boys! Doppelklingen-Lichtschwert. Das Doppelklingen-Lichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolts weiter, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. Doppelklingen-Lichtschwert. Wechsel den Lichtschwerttypen. Boah, voll geil. Neulich vertüllt sind Markus. Boah, voll sauber. Gut, dass ich jetzt erst hingekommen bin. Voll geil. Doppelklingenschwert. Neue Sender? Nee, für eine neue Hülse.
Mut und Weisheit oder Magos? Na, da muss ich sagen, gefällt mir. Ja, Mut und Weisheit gefällt mir besser. Ich hätte nur das Legierungsmetall gerne. Gucken wir uns mal nochmal grün an, wie das grüne, wie das blau ist. Oh, blau hat das auch was richtig Nices. Benutzen wir mal eine Zeit lang noch, wenn der überhaupt blau ist, ne? Aha. Magst wohl nicht näher kommen, hä? Kann ich gut verstehen bei sowas. Oh. Noch mehr von denen. Oh, au. Oh, wie viel Schaden hat der gemacht? Okay, ja, wir waren ja sowieso ziemlich am Sack. Kurz. Wirklich? Ich habe B gedrückt halt, damit er verdammt nochmal die Rolle macht, läuft dann einfach in den Schuss rein. Der doch so voll langsam war. Oh Gott, ey. Das war immer hart fail. Das war richtig hart fail. Na gut. Passiert ja mal. Aber immerhin müssen wir uns nicht nochmal komplett vom Schiff aus durchkämpfen. Nein, wir dürfen uns direkt wieder mit den Brüdern in der Nacht schnetzeln. Auf jeden Fall geil mit Doppelklingen. Das ist voll nice. Richtig nice. Doppelkling-Action. Boah, ey. Ist ja mal was anderes, ne? Ob er die nachher auch auseinandernehmen kann und halt zwei einzelne Lichtschwerter hat? Das wäre wunderprächtig. Na, wann darf ich wieder spielen? Ah. Na, kommst du nah ran, oder? Aua, der greift auch mehrmals an, ne? Och, guck mal, wie wenig Schaden das aber macht, so. Ah, okay. Nach rechts ist Wechsel den Lichtschwert-Typ. Aber muss er nach links drücken für das Einzelkling-Lichtschwert. Ich kann es nicht kontern. Wir sollten eine erhöhte Stellung beziehen. Uns wird nichts passieren. Kommt die jetzt von hinten? Ich hoffe mal nicht. So, schön gekontert, damit wir auch alles wieder bekommen. Oh, das sieht so voll nice aus, ey. Aber braucht auch weniger Schaden. Das finde ich merkwürdig. Warum sollte das weniger Schaden machen? Naja. Bleiben wir beim stylischen Doppelkling-Schwert. Moment, hier ist das doch. Ja, hier ist das, was ich gesehen habe. Also wir mussten echt da runter. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? So nice. Geheimnis entdeckt. Das heißt, wir haben schon 2 von 3 Machtessenzen. Lebensessenzen, nicht Machtessenzen. Dann gucken wir mal, wer das vorhin gesagt hat. Also Brüder der Nacht natürlich, aber wo die waren. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Muss ich hier runter, um mit denen in Kontakt zu treten? Oder hoch? Hm. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal den normalen Weg, würde ich mal fast schon sagen. Bibu, ja, so hoch komme ich nicht. Ja, noch nicht, ja? Ja, weil
Ja. Das heißt, dann gehen wir doch eher runter. Da ist doch ein... Das ist doch ein Seil. Warum nimmst du nicht das Seil? Moment. Ah, Ebene 2? Habe ich das gerade richtig gesehen? Jetzt macht es nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz nach hier hinten gucken. Ich kann die Angst des Fremden förmlich riechen. Mach dich einfach kampfbereit. Oh, das bin ich. Das bin ich wirklich. Meine Güte. Die können so laut durch eine Höhle Trash-talken. So, kann ich irgendwie... Dahin? Nee. Weil da hinten seht ihr das auch, ne? Da, wo links neben unserem Köpfle. Das ist auch was. So. Kann ich hier so ein Stückchenweise runter? Nöp. Ja, dann komm doch mal her. Unter uns, Brüder. Aua. Ah, zu früh. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ja? Ich habe ein Doppelklingenschwert. Wie lässt sich das nicht einschüchtern auf dich wirken? Bedeutet was? Hä? Ich habe da nichts gehört. Ja, komm. Schieß doch. Ja, nicht so. Ja, das ist eher so, was ich gehofft hatte. Oder kann ich jetzt nichts mehr auf da von mir machen? Aua. Deine Niederlage ist sicher. Schön von hinten, ja. Dafür, dass meine Niederlage sicher ist. Ich bin okay. Brauchst du hier nichts mehr zu melden, ne? Es gibt hier drei Wege und alle drei verschlossen für uns. Das ist echt, hier kann ich nichts mehr machen. 75% erkundet und eine Truhe fehlt uns hier. Dann schätze ich echt, wir müssen zurück. Ich bin minimal zusammengezuckt. Ich hoffe, jetzt nochmal ausruhen. Hey, wir haben noch Fähigkeitsbaumfähigkeit. Ja, dann machen wir auch mal Sprint-Tieb. Und dann brauchen wir nur noch 2 Punkte und dann haben wir schon alles, was wir bis jetzt machen können damit. No. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nichts wird so. Kann ich echt Schwung holen? Jupp, kann ich. Oh, so komme ich dran, oder? Ja. Da war ein Echo. Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Ja, vielleicht ist das genau die, die uns die Brüder der Nacht auf den Hals gehetzt hat. Ist da drüben jemand? Nö. Ja, daneben. Na, meine Freunde. Das hat er zwar pariert, aber... Komm schon, kämpfe mit mir! Ja, wer mit wem denn jetzt, hä? Einer von euch muss sich jetzt melden. Denkst du, du ich dachte, ich hätte... Kontakt. Aua. Ich möchte jetzt nicht in die Ecke gedrängt werden, hä? Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ach ja?
Habt ihr gesehen, ich habe mich noch weggedrückt. Aua. Er läuft weg. Nee, tue ich nicht. Hast mich geblockt? Oh, was? Wie kann das denn sein? Oh, das war haarscharf. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Ich darf nicht normal ausweichen. Muss denn echt? Er darf sich nicht erholen. Ja, komm hier. Ich werde dich treffen. Ich habe echt den Schaden noch kassiert. Geht in den Nahkampf. Ja? Bereit zum Sterben, Jedi? Komm schon, geh nochmal drauf hier. Es reicht, Mistkerl. Ah, nee. So haben wir noch nicht gewettet, Freund. Du hast mich geblockt. Ja. Genau wie du mich gerade. Ne, diesmal spielen wir das noch ein bisschen safe. So, jetzt wirst du langsam. So richtig langsam. Oh, ich dachte, der bleibt so lange langsam, wie wir wollen. Nicht nach einem Schlag, dass er wieder zurück auf seine normale Geschwindigkeit kommt. Ja, dass ich 2 oder 3 Mal den aufgeladenen Schlag von denen gefressen habe, das war jetzt so nicht so gut. Ach, macht mal nix. Passiert halt. So spielen, ne? Wann darf ich jetzt wieder spielen? Und mich wieder an den rächen? Ich hab den Helm nämlich noch nicht so den Schlagpattern von denen so richtig raus. Aber dafür spiele ich aber auch auf Jedi Meister und nicht auf Jedi. Was war nochmal der zweite? Jedi Ritter wahrscheinlich. Und das erste, also das einfachste müsste ja dann, also neben Story-Modus, müsste ja dann Jedi Padawan sein. Auf und vorn. So. Schön Gas geben. Ja. Es ist der Fremde. Was ist der wohl? Er zittert vor Angst. Ja, total, sieht man nicht. Nee, lass das mal. Sind alle Jedi so schwach? Das hält mich nicht auf. Nee. Verhindert, dass er sich bewegt. Und jetzt wird der Doppelklinge. Der hat immer voll daneben gehauen. Die Lage ist sicher. Ja? Okay, wow, das sah ja mal richtig fancy aus, hat aber nichts gebracht. Vorrücken! So. Du bringst mich nicht um. Ach ja? Ach, das hat keine Reichweite, der Y-Angriff. So, macht Leben OP wiederhergestellt. Auf ein neues. Bleib gefällig stehen! Tust du da auch nicht, oder? Schnell! Oder tust du das? Ja. Diesmal sogar richtig sahnig. Das war ja mal einfach jetzt. Ja, da. Vielleicht macht das hier das kleine Dingelchen da unten auf. Aber sonst... Weiter runter. Wir können ja noch ein bisschen mit denen hier rumspielen. Wenn sie dann nahe kommen. Oder auch nicht. Oh, und easy. Easy peasy lemon squeezy.
Ach, da hinten ist noch der richtig große Babbo. Ne, aber da waren wir auch schon überall. Ich schätze echt, wir sind hier schon mal fertig. Und müssen jetzt noch zum anderen hin. Hallo. Wie sieht das mit Doppelklinge aus? Oh. Schön mit der Doppelklinge. Ich glaube nicht, dass wir noch die zweite Stufe erreichen, wenn wir noch diese komischen Krabbelviecher machen. Na gut. Dann lassen wir das erstmal. Hoch. Dankeschön für den Expresslift. Na gut, dann hauen wir ab von da von mir. Wir haben immerhin was bekommen, was richtig gut ist. Ein Doppelklingenschwert. Wupp. Und einen Wanderer haben wir getroffen, der wahrscheinlich kein wirklicher Wanderer ist. Huh? Brauchst du was, Grace? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder würdest du mir einfach irgendetwas bringen, das mich für den Rest meines jämmerlichen Lebens heimsucht? Das wäre wirklich schön, du Spinner. Wir kriegen das hin. Wir schützen uns gegenseitig. Keine Ahnung, ob du mich gerade belügst oder nicht. Aber ich erwarte von dir, dass du genau das machst. Und wenn nicht, werde ich dich heimsuchen. Hey, lass mich in Ruhe. Es sei denn, du willst mir sagen, dass wir von hier abhauen. Okay. Ist wohl nicht mehr in der Stimmung zu reden. Grießkram. Da war eine Schwester der Nacht. Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut. Aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Sie war nicht allein. Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon. Oh nein. Es gibt noch mehr davon? Ich weiß nicht viel, aber Cordova sagte, die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Datomir. Ein Glück, dass du noch lebst, Kerl. Können wir bitte starten? Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datomir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz, aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. Schwestern der Nacht sind sehr stark. Sei da draußen auf alles gefasst. Naja. Hat sich nicht mehr zeigen lassen, nachdem sie ihre Brüder auf uns gehetzt haben. Tun wir nochmal kurz uns hinsetzen hier, ne? Weil ausruhen müssen wir jetzt ja nicht. Nur, dass wir hier schon mal den Checkpoint halt haben. Und dann können wir los nach... Wie haben wir dieses Kaff noch mies? Zerf? Wie ist der andere Planet? Naja, gucken wir mal. Wählst du unser nächstes Ziel? Ja. Folg deinem Instinkt. Zepho, ja. Das ist das nächste. Oh, hoppla. Ich wollte nicht auf die Karte. Reisen. Heute ist unser großartiges Militär damit befasst, die Gesetze des Imperiums durchzusetzen und jedem Einhalt zu gebieten, der unsere galaktische Harmonie zerstören will. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab, Grease. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach, kommen Sie. Einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateron. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holoding schleunigst holen. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Da unten tobt
tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Carl, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ihr zwei habt viel durchgemacht. Ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Ein Freund auf Bracca. Er hat sich geopfert, damit ich lebe. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht wissen. Mach weiter, Cal. Für Prof. Für alle. BD1 ist hilfreich. Er scheint dich wirklich gern zu haben. Cordova muss Droiden gemocht haben, um so wichtige Informationen bei BD1 zu lassen. Er hat BD1 sicher nur gewählt, weil er die Fähigkeit brauchte, verschlüsselte Infos zu speichern. Diese Erkundungsdroiden sind dafür bestens geeignet. Und das ist bestimmt nicht alles. Bitte, ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Da waren wir gerade noch im Gespräch. Wo ist denn unser kleiner Capitano? Nicht hier hinten? Ich wollte noch gerne mit dem nochmal was besprechen. Vielleicht hat der noch was Gutes zu sagen hier. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir eine Doppelklinge bekommen. Ganz ehrlich. Finde ich umso besser. Hä? Ist der gar nicht mal auf dem Schiff? Hat eine Rettungskapsel genommen und ist schon hat sich schon abgeseilt. Oder bin ich einfach blind? Ich stehe irgendwo in der Ecke und ich habe ihn übersehen, oder was? Nö. Merkwürdig. Deine Sache. Meine Güte, wie schnell warst du denn raus? Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff, Dementis. Guter Name, klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Gute Landung. Was? Oh ja, ganz locker. Kinderspiel für einen guten Piloten wie mich. Vor allem in einem Klassenschiff wie diesem. Das Baby war ein Mordschnäppchen. Ich musste aber niemanden töten dafür. Ich hab's gekauft. Also nicht direkt, aber so gut wie. Also eine kleine Leihgabe. Naja, eher eine große. Es ist gut, alles gut, wirklich gut. Hast du denn kein Jedi-Kram zu erledigen? Los, Kleiner. Waren du uns hier lange allein? Oh ja, haben uns aber gut vertragen. Hey, und du? Wie lange warst du auf Bracca allein? Ich war nicht allein. Ich hatte
So, Leute. Freunde? Mit Geheimnissen hat man keine Freunde. Ah, keine Sorge. Freunde werden überbewertet. Was hat es gesagt? Dass wir seine Freunde sind. Ah, das ist irgendwie süß. Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Okay, dann haben wir auch diese Gespräche verendet. Haben jetzt auch Fuß auf Zepho gesetzt. Aber wir haben fast eine Stunde und ich würde sagen, nach drei Stunden erstmal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Mit mir, dem Merius und natürlich euch. Meine treue Gemeinschaft, meine Abonnentis, meine Anhänger. Bin die eins. Der macht gerade meinen Rücken sauber. Cool. Also, ich sag dann mal, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das so bitte und unterstützt mich weiterhin. Und ich sage euch, schönen Tag noch. Hab vielen Dank. Auf Wiedersehen.